Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Berlin, Frankfurt, das kriegen wir hin. Da kann der nächste Güterzug drauf. Nochmal so ein schöner, schneller. Und dann müssen wir jetzt auch rappelvoll werden. Wird er auch. Mal sehen, wie viel wir den Preis drücken können. Und ob wir den Preis drücken können. Okay, nee. Belassen wir es bei 35. Oder 36? Das ist jetzt nur mein kleines Problem, weil es dauert ewig, bis wir da wissen, wie es aussieht. Naja, das belassen wir jetzt einfach mal so. Ich würde sagen, das läuft hier alles. Und holy moly. Ja, wartet. So. Ich nehme hier das Ding noch mit. Jo. Wie sieht's aus? Hier, Ding Hannover. 9000, jawohl. Was wollen sie? Nix und auch kaum was an Geschwindigkeit. Ja, dann würde es ja ein Bus fast tun. Also 110 km/h und kein Komfort. Ich meine, ne? Also, da haben wir ja auch mit einem Bus 110 km/h. 115. Aber wie viel Nachfrage? 109. Ah, ja, 109 Nachfrage nur. Ja, ich nehme einen solchen Zug nach Hannover. Der müsste ja auch voll werden. Würde er aber nicht. Ich dachte, die Geschwindigkeit sei gut. Ihr wolltet doch 110 oder plus, das ist 140. Und ihr seid jetzt mit der Geschwindigkeit nicht zufrieden? Komm, jetzt aber. Wie sieht's hier unten aus mit meinem ersten Zug? Die Leute sind ja immer noch super zufrieden. Habe ich die Umfrage jetzt eigentlich noch? Nee. Die habe ich immer nur für kurze Zeit. Okay. Der Zug ist aber noch nicht da und bin schon wieder mehr als 110. Deswegen würde ich mal gucken bei dem Zug hier. Ach, bei dem kann ich jetzt nur Komfort erhöhen und den Verbrauch senken. Na gut, okay. Also ich muss jetzt eigentlich hauptsächlich nur gucken, weil die anderen Sachen laufen jetzt eigentlich echt gut. Muss ich eigentlich nur gucken, ein bisschen mehr erste Klasse Passagiere hin und her zu kriegen. Kopenhagen. Ihr wollt vermutlich ein bisschen mehr Komfort und oder Geschwindigkeit. Mhm. Was sagen die Depots eigentlich? Das Depot ist in Ordnung. Das Depot ist voll. Wir haben noch zwei Depots hier oben, oder? Haben wir nur eins? Tatsache, wir haben nur eins. Ach, die hier oben, die sind mir egal. Es läuft, würde ich sagen. Die
Kompetenz kaufen, jawohl. Haben wir hier gar keinen Bus? 108, jawohl, das kriegen wir mit dem Bus hin. Dann seid jetzt bitte auch zufrieden. Ich würde mich jetzt wirklich kaum mehr um die anderen Sachen kümmern, weil hier, also bei den Zügen auch, die ich drauf habe, das läuft. Ich muss wirklich nur gucken, noch ein bisschen mehr von den ersten Klassen, gucken, ein bisschen mehr erste Klasse noch hin und her zu kriegen. Und ansonsten sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt, wo es heißt, einfach warten. Erste Klasse von Amsterdam nach Luxemburg. Ne, Quatsch. Okay. Erste Klasse von Amsterdam nach Frankfurt. Da bin ich jetzt mal gespannt. 12. Dafür, dass das so ein teurer Bus war. Woran liegt es? Es liegt an der Geschwindigkeit. Da kann ich aber nicht wirklich viel machen, deswegen mal 2 Euro weniger. Na gut, whatever. Ist mir jetzt egal, ob die nicht ganz voll werden oder whatever. Gucken wir uns doch mal noch hier oben an. Soll ich hier oben mal gucken, wie es hier aussieht? Komm. So, was gibt's hier Schönes? Kopenhagen, Göteborg gibt es zum Beispiel. Da sehe ich doch einen schönen kleinen. Tickets. Und Geschwindigkeit. Das hat ja jetzt eher weniger geklappt bis jetzt. Na gut. Das Ding, was wir ja hauptsächlich immer noch machen müssen, sind ja erste Klasse Passagiere. Wie weit kann man bitte gehen einfach hier? Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, ja, es geht. Hab Schlimmeres erwartet, um ehrlich zu sein. Die werden doch jetzt auch ewig viel dafür bezahlen, oder? 6.000 Euro. Ist ein stolzer Preis, würde ich sagen. Hier die Länderlizenz kostet ja hier fast nichts. Oslo. Guck mal hier. Oslo und Örebro. Örebro. Kenne ich aus dem Bus-Simulator, aber. Eurotruck-Simulator. Kann ich aber gerade nicht so einschätzen. Das wird vermutlich nicht funktionieren. Nein. Dann überlegen wir uns einen Notfallplan. Wo der Bus stattdessen hingeht. Komm, soll ich das hier auch noch mitnehmen? Mhm. Oh.
Oh, hier ist ja alles überflutet. Ist denkbar schlecht. Wie sieht's denn... Wie sind wir denn im Vergleich zur KI? Ja, guck mal, wir gehen jetzt deutlich... Ich sag mal, aggressiver vor. Warum sinken unsere Kosten denn so extrem gerade? Haben wir eine große Reparaturwelle hinter uns? So, was gibt's hier Interessantes? Hier gäbe es jetzt zumindest die Nachfrage für einen schönen Zug. Ich glaube aber nicht, dass sich das lohnen würde, weil die Nachfrage so schnell nicht nachkommt. Aber das sieht anders aus bei den diesen Passagieren. Deswegen kriegen die einen Zug drauf. Das klappt wunderbar. Warschau. Wir können auch noch ein bisschen was mehr für die. Warum blinkt das jetzt hier? Also erfüllt habe ich ja nichts. Warum blinkt's? Siegesbedingungen. Ja, ich weiß, was die Siegesbedingungen sind. Oder hat uns die KI irgendwo großartig überholt? Bei den Frachten ist Lhasa ein bisschen vorne, aber jetzt nicht um Welten. Lhasa ist aber auch vorne, was die erste Klasse angeht und das jetzt ordentlich. Und aber bei den zweite Klasse Passagiere sind wir aber haben wir die Nase vorne. Ja, ich weiß, was meine Bedingungen sind. Warum erinnerst du mich dran? Der wird auch voll, deswegen würde ich sagen, packen wir einfach noch einen zweiten Bus da drauf. Und noch einen solchen Bus. Ist auch voll, wunderschön. Was können wir mit Prag noch machen? Prag-Brno. Moment mal, ist da gerade was aufgeploppt? Soll ich das auch nochmal probieren hier? Wien und das mit einem super großen, super schnellen Güterzug, der einfach mal eine 500.000 kostet, aber vielleicht ist es ja gut investiertes Geld. Das sind 20.000. Perfekt. Ja, Wien-Linz hatten wir ja, aber das hat nicht geklappt. Hier, was ist das? Ich sehe den Prag. Ich sehe den Städtenamen gar nicht. Prag-Linz. Sieht noch nach einer Busstrecke aus. Leipzig. Okay. Also ich habe, um ehrlich zu sein, überhaupt
keine Übersicht mehr, welche Linien ich bereits habe. Und ich weiß nicht, ob man sich das einfach merken muss. Oder ob ich mich jetzt einfach blöd anlege, sage ich mal. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Strecken davon jetzt alle meine sind. Wenn ich mir aber so die Anzahl an Fahrzeugen angucke, sind wir jetzt vorne. Und das ist doch schön. Houston, wir haben ein Problem. Guckt euch mal die LASA an. 80.000 normale Passagiere, 30.000 Erste-Klasse-Passagiere und 64.000 Frachten. Wir müssen jetzt richtig klotzen. Wir müssen jetzt... Ach du Kacke. Wir müssen jetzt wirklich auf die Kacke hauen, damit wir nicht von LASA hier überholt werden. Das habe ich jetzt irgendwie schnell aus den Augen verloren. Zu schnell. Wir sind eigentlich nur bei den Frachten noch ein bisschen hinterher. Muss jetzt wirklich gucken. Viele Frachten. Egal um welchen Preis, bring einfach viele Frachten hin und her. Fertig. Auch wenn die Dinger nicht voll werden, mir egal. Guck jetzt einfach. So viele Frachten wie möglich. Na, nee. Das muss vielleicht noch nicht sein. Da haben wir schon so ein Fahrzeug. Mach noch so ein Fahrzeug drauf. Jetzt tritt gerade so ein bisschen in dem Moment wirklich die Panik ein. Hier. Ich habe wenig Lust, das Ganze nochmal wiederholen zu müssen. Gebt ihr euch bitte mit einem normalen 72. Ja, gebt euch bitte mit dem Zug hier zufrieden. Statt den... Was wollt ihr? 100 km/h haben wir sowas an Bus. Knapp. Berlin. Hier. Einfach hin und her. So schnell, wie es irgendwie nur geht. So. Hat Berlin sonst noch was frachtmäßig zu bieten? Hier bringen wir, hier kommen wir, wir haben, hier haben wir ja bereits einen Zug. Hier müssen wir auch schon eigentlich ein Fahrzeug haben, das hier hin und her geht. Luxemburg, Brüssel. Genau, so ein Van. Wo ist der Van? Wo ist der Van? Da ist der Van. Luxemburg, Brüssel. Lüttich, Brüssel ist ausgelastet. Lüttich, Stuttgart. Lüttich, Stuttgart. Was wollt ihr? 100 km/h. Perfekt. Ihr kriegt einen Bus. Hier sowas hier. Lüttich, Stuttgart. So. Bitte. Alle Fahrzeuge, die ich jetzt gekauft habe, bitte macht einfach. Lauft einfach. Nehmt alles mit, was ihr könnt. Bitte. Ich hab die Frachten wirklich jetzt aus den Augen verloren. Alles andere haben wir. Wir haben jetzt die 20.000, wir haben auch die 80.000 Passagiere voll. Wir müssen nur die Frachten hin und her kriegen. Das ist jetzt wirklich alleroberste Priorität. Hier gibt es nichts anderes wie eine Bahnverbindung. Auch interessant. Auch wenn sich das nicht lohnen wird, vom Geld her, ist mir das doch
ziemlich egal. Ich möchte nur die... Hier, 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 hier. Oh, hier, oh, hier, oh, hier. Hier. Klotzen. Go. Eins. Zwei. Ihr werdet voll. Perfekt. Sind das meine? Das sind doch nicht meine. Hä? Ich hab doch... Sind das meine Fahrzeuge? Die müssen doch grün sein. Hä? Ah, die werden grün. Das ist der Zug, der da wartet. Ich will ja jetzt keinen Streik machen. Ihr kriegt 8000. Lasa wird es machen. Lasa macht's. Scheiße! Wir sind so nah dran. Wir haben noch eine Minute gebraucht. Dann hätten wir es auch gehabt. Naja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ich nehme jetzt nicht noch eine weitere Folge auf. Tschüss!